Screenshot. Guten Morgen, ich bin der Schrecken der Meere. Ich fühle mich gerade irgendwie so ein bisschen... Ja, könnte schöner sein, aber so ist es. Ich wollte mit euch ein paar neue Sachen testen, und zwar nicht ganz so neue, aber das, was halt einfach ja, bei mir neu eingezogen ist, aber auch älter und ja, around-mäßig. Ich zeige euch zuerst, was wir testen. Ich möchte die Marvelous Mousse Palette von Dose of Colors testen. Ich finde das eine wunderschöne Palette für den Herbst. Also es wird heute auch ein Herbstlook sein. Wobei ich eigentlich Ocker hätte nehmen sollen, ne? Ja, egal. Scheiß mal drauf, was ich da anhab. Ich habe einfach irgendwas rausgesucht. Und hier, ich habe hier ein MAC Pigment in der Farbe Kitschmas. Das ist nicht so viel, aber es ist mir auch lieber. Ich habe 2, 5 Gramm wie 10 Gramm, die ich niemals aufbrauchen werde. Und so ein bisschen aus meinem Schminkkorb. Ja, ich habe nämlich was Neues jetzt mittlerweile drin. Ich habe viele Neuheiten. Viele neue immer mal wieder dazu genommen. Ich werde jetzt erstmal meine Foundation machen. Und zwar habe ich da so ein bisschen eine Routine reinbekommen, wie ich es am besten mache mit der 24 Stunden. Ich habe es ausprobiert gestern und auch vorgestern. Ich benutze so 1,5-2 Pumper von der Waterproof Foundation in Vanilla Beige. Ist echt Vanilla. Und habe so Drops hier reingefüllt, so Shimmering Drops, die man eigentlich ja als Highlighter benutzen kann. Davon benutze ich auch 1,5 Pumper. Da nehme ich mir keinen Schwamm wie üblich, sondern nehme mir so einen Bürstenpinsel und trage das auf. Ich habe schon mein Gesicht komplett gepflegt mit Augenpflege und Gedöns. Ja, es ist 10 Grad, hallo. Es ist nur 10 Grad. Ich finde nicht, dass die Shimmering Drops irgendwas derartiges im Gesicht so verändern, aber die Konsistenz von dem Make-up wird einfach besser. Ich kann es jetzt auch verwenden, ohne dass ich noch was beimischen muss, also ohne noch ein Make-up dazu, denn von der Farbe her bin ich ziemlich hell geworden. So. Ich habe auch noch einen Selbstbräuner und noch ein Backup vom Selbstbräuner. Habe ich gekauft, war ich voll im Wahn, habe ich einmal benutzt, sah ich kacke aus, habe ich nie wieder angefasst. Ja. Und so kann ich die Foundation wirklich gut benutzen. Ich habe hier, ich glaube, vier oder sowas so Drops reingemischt, weil ich es einfach abartig fand, sie einzeln rauszuholen. Ich musste sie mischen. Ich brauche noch ein bisschen Deckkraft, gerade so im Wangenbereich. Und das lässt sich super dosieren und sieht einfach toll aus auf dem Gesicht und steht mir ganz gut, finde ich. Und ich kann es auch tragen. Das ist halt das... Ich konnte es vorher nicht tragen. Mir war die Konsistenz viel zu glitschig. Und so kann ich es wenigstens verwenden und leer machen. Denn ich habe gesehen, ich müsste eigentlich auch mein anderes Make-up mal aufbrauchen. Also ich habe sehr, sehr viel Make-up. Make-up-Puder. Das ist so irgendwie eine Schwachstelle bei mir. Nehme ich immer mit. Wenn es im Sale ist, habe ich mich zu Tode gekauft. Dann gefällt es dir nicht oder du testest was anderes. Und ja, dann hast du den Salat. Also ich trage auch das überschüssige Produkt einfach ab. Und ja, genau. Ich muss mal gucken, was in meinem Projekt eigentlich noch drin ist. Ich bin mir nicht sicher, ob der Concealer von Catrice noch drin ist oder nicht. Den trage ich auf. Das ist auch der Rest vom Fest, würde ich mal behaupten. Ja. Das war's hier. Ich kann natürlich rumkratzen, aber dann nehme ich mir die Foundation ab. Das muss nicht unbedingt sein. Ich möchte heute eigentlich alles so mit dem Pinsel auftragen. Ich finde eigentlich,
Synthetische Haare lassen sich super, super, super mit dem Ebelin Pinselreiniger entfernen. Wirklich klasse. Da hatte ich gerade Bronzer drauf, wie man sieht. Und es ist super abgegangen. Und das möchte ich jetzt so einarbeiten. Kann man ganz, ganz toll mitmachen. Ich würde mir auch tatsächlich den IT Cosmetics Pinsel zulegen, weil ich finde diese Duo-Geschichten echt nicht schlecht. Gerade wenn man es schnell macht, also gerade für den Alltag, dann hat man so ein Pinselset, sag ich mal, und gut ist. Meistens teste ich nach der Arbeit oder ja, am Wochenende. Gut, jetzt bin ich krank. Aber sonst, ja, ich teste immer mal wieder. Würde ich sagen. Und ein ganz, ganz tolles Puder. Also LR begeistert mich immer mal wieder. Sieht zwar vom Packaging nicht mehr so schön aus, aber der Inhalt, der da drin ist, es ist ein leichtes Kompaktpowder. Wirklich sehr leicht. Ich bin außersehen mit meinem Nagel oder mit dem Pinsel rein. Und das trage ich mir nur unter die Augen auf. Ich fand das so, so schön. Das sah wirklich toll aus. War einfach so leicht gesettet, aber nicht übertrieben. Und dann gehe ich einfach in mein. Ich finde mein Puder derzeitig nicht, was ich aufbrauche. Komisch. Ah doch. Da liegt es doch ganz einsam und verlassen. Ich glaube, ich muss mal den Deckel hier abmachen. Ich benutze einen großen, fluffigen Pinsel. Gehe da einmal kurz rein. Nimm das Überschüssige, klopfe ich wieder ein. Und dann trage ich mir das Puder einfach auf. Das sind so viele Puders zusammengemischt. Ist nicht das schönste Finish, muss ich ehrlich sagen. Eine Zeit lang mochte ich das gerade so im Spätsommer. Aber jetzt wird es langsam dunkler und dunkler. Und ich mag es eigentlich nicht mischen. Wisst ihr, dann habe ich noch mehr Produkte. Ich mache es zu. Es wird immer weniger und weniger. Man sieht, ich habe es ganz, ganz ordentlich benutzt, aber glücklich. Definitiv was anderes. Wirklich schön. Wirklich schön. Muss man ganz kurz abschieben. Ich habe einige Dinge hier drin. Heute benutze ich ein Teilchen von Benefit für die Augenbrauen. Ich wollte auch die Pomade mal wieder mit euch testen. Aber erst mache ich diesen kleinen Scheißerchen leer. Der gefällt mir nicht so. Also ich habe ihn jetzt des Öfteren mal drauf gehabt. Irgendwas finde ich unstimmig. Ich rutsche immer wieder ab. Es ist halt auch das kleine Format, ne? Und dann ist es noch diese 3,5 Farbe. Ich würde es mir auch, wenn ich es so, so toll finde, niemals zulegen im normalen Einkauf, weil es mir einfach mit 30 Euro viel zu teuer ist für meine Augenbrauen. Also meine Augenbrauen sind es einfach nicht wert, so viel Produkt an teurer Schminke auf den Augenbrauen zu haben. Das sind nur Augenbrauen. Kosten dann irgendwann 60 Euro, wenn man das benutzt. Wenn nicht noch mehr. Die teuerste Augenbraue. 300 Euro. Und Drogerie
3 €, man ist gut. Das Gute ist, man kann es nach der Foundation trotzdem noch abnehmen. Aber ja, es macht schon was her, aber keine 30 € finde ich wert. Ich muss sagen, meine Foundation ist auch nicht so richtig gesettet. Ich gehe aber super gerne nochmal mit dem Puderpinsel über meine Augenbrauen drüber. Damit sie nicht meinen, sie müssen irgendwie daher schmelzen. Man eigentlich das Nötigste aufbewahren, gell? So ein Augenbrauenstift da drin und gut ist. Ich benutze den Augenbrauen semi-permanent. Ich finde ihn nicht semi-permanent. Hier steht leider auch keine Farbe drauf, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Dass es nicht auf der Verpackung selbst steht, sondern nur auf dem Etikett. Ich finde tatsächlich die Farbe so ein bisschen zu dunkel. So minimal zu dunkel, aber es ist noch. Ist noch in Ordnung, sage ich. Ich fange halt hinten an oder so in der Mitte und ziehe das nicht ganz so vor. Stimmt schon wieder was nicht, aber gut ist. Augenbrauenstift ist nicht mehr so meins irgendwie. Ich finde das echt nicht schön. Puder ist eher so mein Ding. Was soll's, was soll's. Wir fangen an mit dem Palettchen. Ich fange an mit meiner Lidschattenbase und verteile sie mal. Ich könnte mich eigentlich ins Bett legen. Ich habe nur 2 Stunden heute geschlafen. Ich bin um 4 ins Bett und um 6 war der Wecker schon. Und genauso fühle ich mich, Leute. Aber das Problem ist, ich kann nie so richtig mit morgens schlafen, obwohl ich todmüde bin. Da ist der ganze Tag so, ich geiste da in der Gegend rum. Ja, so fühlt sich das auf jeden Fall an. Ich trage mir so Müll. Bisschen auseinanderhalten. Ich trage mir aus der Palette. Ich finde die super schön, gerade so für Herbst Looks. Der Pinsel ist so, ja, braucht man nicht unbedingt im Leben, aber man kann was damit anfangen. Vor allen Dingen mit der Spitzenseite kann man super schöne ausgesmokte Eis machen. Ich fange an mit einem fluffigen Pinsel und da kann man auch ruhig synthetisches Haar benutzen. Dann flufft das nicht so auf. Da ist mein Liebster. Das ist von Morphe Elite Collection. Ich finde die super weich. Ich benutze den mittleren Ton hier. Also nicht aus der Mitte, aber aus der Mitte. Aus der mittleren Mitte. Ein Ton, den man gut zum Übergang benutzen kann. Ich mag diese kleinen Paletten echt gerne. Man kann einfach schnell einen Alltagslook kreieren, ohne schlechtes Gewissen. Ich bin jetzt außerdem doch in die Mitte, aber das ist okay.
Ja, man kann halt gut arbeiten, wenn man nicht so viele Sachen auf dem Auge hat. Ich mache immer wieder die Paletten zu, obwohl ich sie immer weiter benutze. Ich streife den so ein bisschen ab und benutze ihn einfach weiter und trage damit mir den hellsten, ja, hellsten Ton auf in der Palette. Es ist so ein helles Flieder, rosa. Ihr seht da übrigens meine Softbox im Hintergrund. Ich werde ein bisschen spitzer, ein bisschen kleiner und trage mir den hier auf. Schaut mal, wie die pudrig sind und gut pigmentiert, obwohl ich nur mit synthetischen Haaren arbeite. Das ist so ein Move Brown. Also, ich habe mir jetzt gerade dieses Move Braun aufgetragen, auch unten. Das kann man ruhig ein bisschen mehr auftragen. Dann gehe ich in die Mitte. Das ist so ein dunkles, also helleres Pflaumentönchen. So ein bisschen mehr lila. Das trage ich unten auf. Und das ziehe ich heute so ein bisschen länglich. Einfach das Restprodukt, was da noch so drauf ist, in die Länge ziehen. Oh, 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 oh. Shit, Brigitte. Nun sieht es echt aus, als hätte man mich geschlagen. Irgendwie habe ich hier kein Puder aufgetragen, oder ich glänze halt extrem nochmal nach. So. Seht ihr das? Irgendwie glitze ich hier übelst. Das hätten wir soweit. Dann nehme ich einfach einen ganz, ganz sauberen Pinsel und gehe einfach nochmal über die Kanten drüber. So arg nicht ausziehen. Aber schon etwas. Einfach so. Habe ich die andere Augenbrauen gehighlightet oder nicht? Ich weiß es noch nicht. Eigentlich total bescheuert, gell? Man redet die ganze Zeit mit sich selber, erwartet irgendwelche Antworten. Keine Antwort. Fluffiger Pinsel, Innenwinkel und den hellsten Ton, den trage ich mir im Innenwinkel auf. So übelst müde. Ich möchte mit diesem Pinsel euch zeigen, dass man auch so ein bisschen den Außenwinkel mit dem ganz, ganz dunklen Ton auch bearbeiten kann. Indem man einfach immer auf denselben Punkt geht. Das ist meine dunkelste Stelle und das verblende ich. Im Endeffekt kann man es ja auch so lassen, ne? Also man muss ja gar nicht dunkler werden. Oder Schimmer auftragen. Ich finde auch matte Lidschatten gehen eigentlich. Aber ich möchte ja unbedingt das MAC Pigment mal ausprobieren. Benutzt ihr Pigmente?
je höher man wird, je weniger Produkt hat man halt einfach, damit es einen schönen, sauberen Übergang gibt. Wäre am besten der Fall. Zweihundertachtundzwanziger von zu Eva Mein, einer meiner liebsten Pinsel. Den habe ich so oft daheim. Den gebe ich mir in die Mitte nochmal. Also den mittleren Ton trage ich mir nochmal über die Übergänge auf. Lila kann auch oftmals zu viel sein. Merkt man immer wieder. Also ich wäre mit der Palette, denke ich, vorerst erstmal fertig. Ich finde sie wunderschön. Sie macht wirklich ein tolles Augen-Make-up und sie unterstreicht einfach grüne Augen. Dann trage ich mir ein bisschen. Ich mache den Dose of Colors Pinsel mal sauber und trage mit dem einfach das Pigment. Ich mache meinen Pinsel, glaube ich, erstmal nass. Das ist auch echt bescheiden, ne? Diese Öffnung da. Ah ja, schön. Es kommt natürlich, wenn man das so oft trägt, viel, viel besser raus. Muss ich ehrlich sagen. Also ich sprühe das jetzt mal an. Und dann trage ich es auf. Sonst habe ich es vorher angesprüht und dann aufgetragen. Aber ich denke, dass es so viel intensiver rauskommt. Halleluja. Ich mache mal das Pigment zu. Das geht mir hier sonst einiges flöten. Ich hätte es mir im Leben nicht gekauft. So, wenn es nicht als Goodie irgendwo dabei gewesen wäre. Weil ich. Oh nein. Robust. Ich bin nicht so der Verfechter, sage ich mal, in Pigmenten. Es ist kein besonderes Pigment. Sowas hat man auch in irgendwelche Paletten. Von daher braucht man nicht. Sag ich mal ganz grob. Also ich brauche es nicht. Und dann gehe ich nochmal hier so über die Kanten und streife mir das Überschüssige einfach auf meinen Handrücken ab. So. Zum Skulpturieren meines Gesichtes oder um Schatten irgendwie irgendeine Dimension in dieses Gesicht zu schaffen, benutze ich diese Palette. Das ist Hollywood Bronze and Glow von W7 und ich muss sagen, dieser Bronzer gefällt mir wirklich gut. Er ist schon wärmlich, aber nicht so und hat auch so ein bisschen Glow drin, ne? Aber nicht zu stark. Ich mag das. Also ich mag ein rotstichiges auf jeden Fall. Ist doch mal ganz nett. Und als Liner könnten wir mal den Nyx wieder mal auspacken. So, dunkel lila, dann bleiben wir einfach heute im lila Bereich. Eigentlich wollte ich was anderes.
Ja. Malt ein bisschen klumpig. Meine Augen sind so unterschiedlich. Wenn ich so müde bin. Oder sagen wir mal vor allen Dingen, wenn ich so müde bin. Ich ziehe mir eigentlich nur eine Wimpernkranzverdichtung. Davor möchte ich so ein bisschen. Ja, Pigmente halt, ne? Hey, das werde ich auch nicht mehr machen. Ich werde mir keine Liquid Liner in farbigen Farben holen, sondern einfach so Gel-Eyeliner. Die kann man immer wieder aktivieren. Das hier ist einfach Trash. Ja, ohne Worte. Jetzt packe ich mal in mein Schminkkörbchen. Was wollte ich? Meine Wimpern duschen. Ich stink nochmal. Was ich sonst auch immer tun. Heute benutze ich die Essence Volumen Stylist Curl and Hold Mascara mit Nico Wachs. Irgendein Wachs drin. Nicht schlecht. Kann man mal machen. Also die liftet auch ganz schön. Aber die krümelt auch ein bisschen. Und die stempelt auch eher ab als die LR. So ein bisschen icy Look, gell? Wenn man seine Augen noch kaum aufkriegt. Sehr müde gerade, sehr müde. Als Blush. Ich habe schon langsam, nervt mich das ein bisschen, das Blush zu benutzen. Greif mal hier hin. Suede. Von NYX. Nö. Ist zu warm. Sunrise kann man benutzen. So ein komisches Etwas. Hilft euch auch nicht weiter, aber nehme ich den Bronzerpinsel und klopf mal ab. Ich mag diese großen Pinsel eigentlich für alles. Was das Gesicht angeht. Damit kann man wirklich gut auftragen, ohne dass es zu weiß wird. So, für die Lippen. Meine Lieben, für die Lippen. Ich hatte doch nur noch einen so einen Ton. Ich benutze so eine Beere-Move-Geschichte. Von Colourpop. Ich sehe überhaupt nichts von dieser Entfernung. Ich sehe ihn irgendwie schief und krumm. Ist ein stinknormales Move. So ein Rose heißt es, glaube ich, bei Beat. Ähnlich vom Farbton. Muss ich schon sagen.
Man kann aber auch so ein bisschen Bordeaux noch auftragen. Das ist von BH Cosmetics und heißt, keine Ahnung, ist so ein Schimmer, nichts. Highlighter muss nicht unbedingt sein, kann man mal machen. Ich würde tatsächlich mal in dem lilanen Schimmer bleiben, wenn da der lilane drin ist. Nee, das ist nur der Rosé. Ich würde den eisigen nehmen, das ist von Make-up Revolution und heißt Radiance Lights. Ich finde das eine coole Palette. Radiance Lights und ich nehme den hellsten. Interessante Pigmentierung. Wirklich. Echt interessant. Ich wollte die da rausholen, weil ich finde die so, so schön. Nur vergesse ich die. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns einfach im nächsten. Ciao, ihr Lieben.